Neuerlich Aufregung gibt es um eine mögliche verdeckte Parteienfinanzierung für die FPÖ. Das berichtet der Falter. Im Zug der Eurofighter-Beschaffung soll die FPÖ über Umwege profitiert haben. Bekannt wurde das schon im Eurofighter-Untersuchungsausschuss 2006. Der Werber und Ex-Parteimanager Gernot Rumpold ließ der FPÖ 2003 knapp 800.000 Euro zukommen, indem er auf eine offene Rechnung an die FPÖ verzichtete. Ein Finanzstrafverfahren läuft noch. Der Staatsanwalt dagegen hat die Ermittlungen gegen Rumpold jetzt eingestellt. Ab dem Jahr 2002 hat Gernot Rumpold vom Eurofighter-Konzern EADS insgesamt rund 6,5 Millionen Euro erhalten. Teilweise mit absurd hohen Abrechnungen, die überhaupt nicht der Branche entsprachen. Rumpold war also finanziell gut ausgerüstet und begründete den Forderungsverzicht gegenüber der FPÖ im Jahr 2003 mit der Gefahr, die Partei in den Ruin zu treiben. Aus heutiger Sicht würde man vielleicht den Umstand dieser Rechnungen in höherem Maß anzweifeln. Aber noch einmal unter dem Titel, es wird da vermengt, unter dem Titel Parteienfinanzierung, das alleine ist noch kein strafbarer Tatbestand. Ob Politiker bestochen wurden und Schmiergeld floss, sei eben schwer zu beweisen, rechtfertigt sich die Justiz. Finanzexperten halten den Forderungsverzicht Rumpolds für höchst fragwürdig. Die FPÖ hat natürlich dann einen entsprechenden Vorteil daraus gezogen und daraus ergibt sich ja auch der wohlbegründete Verdacht, dass hier eine Parteienfinanzierung, eine verdeckte Parteienfinanzierung stattgefunden hat. Die FPÖ teilt mit, Parteichef Strache und die Freiheitlichen heute hätten mit Rumpold sicher nichts zu tun. Das BZÖ wiederum betont, dass es damals nicht einmal existiert habe. Und Gernot Rumpold selbst sagt derzeit im Bild am Telefon knapp: Alles falsch, keine Ahnung, woher die Vorwürfe kommen.